begleitet mich heute ins Disneyland Paris. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einem neuen Vlog aus dem Disneyland Paris. Aber ich bin noch nicht im Disneyland Paris, ich bin noch im Campanile Valérope in einem Partnerhotel und gehe jetzt zum Frühstück. Ich möchte euch nämlich noch ein bisschen zeigen, was es da so gibt. Und dann nehme ich den Shuttle zum Park. Warum ich so aussehe, wie ich aussehe? Es wird kalt. Und ich merke gerade, es ist kalt. Später treffe ich mich noch mit Seb. Die kommt heute aus England. Ihr Zug hat ein bisschen Verspätung. Wir gehen dann zusammen in die Pim Kitchen und werden heute Abend die neue Thronshow zusammenschauen und auch noch dann in die Brasserie Rosalie gehen. Dort sind wir netterweise von Disneyland Paris eingeladen worden. An der Stelle vielen Dank schon mal. Aber die Brasserie zeige ich euch in einem separaten Video. Und ja, das ist heute der Plan. Ich hoffe, ich erfriere nicht. Bin dick eingepackt und ja, gehen wir doch erstmal zum Frühstück. Eine Sache, die ich schon mal anzukreiden habe. Ich muss nochmal zurück. Man darf nämlich keine Taschen mitnehmen. Man muss sie im Zimmer lassen, damit man kein Essen mitnimmt. Was ich ja verstehe, aber naja, okay. Also kurz nochmal ins Zimmer, meinen Rucksack abgeben, meine Taschen und ja, muss ich die dann später abholen. Ich will um 8 Uhr mit dem Shuttle fahren. Gut, viel essen will ich sowieso nicht, aber trotzdem, das ist jetzt ein bisschen umständlich. So, hier gibt es einmal Wasser. Das meine ich aber nicht die Flasche auffüllen mit. Steht ja schon mal hier. Für Britta, also hier gibt es gefülltes Wasser. Mayonnaise, Ketchup, Senf gibt es hier. Kann man seinen Toast toasten. Kein Croissant, also hier sind überall Warnschilder. Eine Mikrowelle gibt es hier, Besteck. Dann gibt es hier einmal Pancakes, einmal Crepe. So, Kuchen. Aprikosenmarmelade, Nutella, so Zwieback, Erdbeermarmelade, dann gibt es hier die Croissants, Baguette, Schokocroissant, auf der anderen Seite meine ich dasselbe, hier gibt es Milch, Cornflakes, auf der anderen Seite gibt es auch nochmal Baguette und Croissants, dann gibt es hier Fruchtsalat, und hier Joghurt, hier sind die verschiedenen Joghurtsorten. Salat und sogar Salat, jetzt hier Gurken, Tomaten, gekochte Eier, Butter, Schinken. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht, das sieht gut aus. Käse, gibt es hier Bacon, Rührei, Würstchen und Baked Beans. Und ja, das war's. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus hier. Ansonsten gibt es hier auch Getränkeautomate, Apfelsaft, O-Saft, gibt es hier Kaffee, es gibt Heißwasser, heiße Schokolade, Espresso, doppelten Espresso, großen Kaffee, Kaffee mit Milch und heiße Schokolade. Cappuccino und Macchiato, sowas gibt es hier nicht. Ja, Teesorten. Bin echt überrascht. Also, ich habe schon ein schlimmeres Frühstück hier im Disneyland gesehen. Also, kann man echt nichts sagen, wenn es im Übernachtungspreis enthalten ist. Why not? Was ich vergessen habe zu erwähnen, Frühstück gibt es ab 7 Uhr bis, glaube ich, 10.30 Uhr, wurde mir gestern gesagt. Also passt es ganz gut mit dem ersten Shuttle, der um 8 Uhr fährt. Das heißt, ihr könnt direkt um 7 Uhr frühstücken, habt genug Zeit und könnt um 8 Uhr dann den Shuttle nehmen und seid zu Extra Magic Hours dann im Park. Obwohl ihr, wenn ihr im Partnerhotel übernachtet, nicht zu Extra Magic Hours dürft. Außer ihr seid Jahreskarteninhaber. Ja, also der Kaffee war grottenschlecht, also der hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Und ja, ansonsten habe ich ja nur Tee getrunken und Saft getrunken. Jetzt gehe ich zum Shuttle. Wie gesagt, der erste fährt um 8 Uhr. Und mal schauen, wen wir jetzt heute zum Start der Symphony of Colors an Charakteren treffen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas Besonderes für einen geben wird. Und mal schauen, was Disneyland Paris Heinzelmännchen in der Nacht so von der Christmas-Deko abgebaut haben. Über Nacht sind so komische Holzkisten hier aufgetaucht. Direkt hier vom Disneyland Hotel, auch da links, seht ihr es, und auch da rechts. Die sind auch verkabelt ordentlich. Und für mich sieht es aus, als würde eine Projektion rauskommen irgendwie. Also oben sind so Fenster und so. Also, man weiß es nicht. Was ist es?
wie gesagt, da stehen noch zwei. Vielleicht gibt es eine Projektion auf dem Disneyland Hotel. Keine Ahnung. Sehr mysteriös, das Ganze hier. Ja, den Weihnachtsbaum gibt es noch, aber Town Square ist jetzt mit Bauzäumen umringt. Ach stimmt, was haben... ich wollte gerade sagen, wer erwartet uns denn heute Morgen? Chip und Dale! Weil jetzt normalerweise war es ja Mickey und Minnie im 30er-Outfit, dann Halloween im Halloween-Outfit, an Weihnachten im Weihnachts-Outfit. Und jetzt sind es Chip und Dale. Richtig süß, die zwei. Also ich habe jetzt mal Naomi gefragt, Momo ist ein Cast-Member. Die stand gerade da vorne bei Winnie Pooh. Gott, sehe ich heute aus. Wegen Charakteren, was jetzt hier so abgeht. Und sie meinte, also sehr wenig wird es jetzt hier geben im Januar. Da vorne wird jetzt Winnie Pooh sein, also immer noch, aber im normalen Outfit, nicht mehr in seinem Weihnachtsoutfit. Hier vorne soll anscheinend gar keiner mehr sein. Dann ansonsten natürlich Princess Pavillon Meet Mickey, Surprise Meet und sie hat mir was ganz Besonderes erzählt. Ab heute soll der Mandalorian zurückkommen. Das habe ich nicht gewusst. Da, wo er letztes Jahr stand, ab 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Und das ist offiziell und dann gibt es noch irgendwas Inoffizielles. Und so ab 14 Uhr circa soll er auch nochmal da sein. Aber nicht, wenn es zu kalt ist. Na, heute ist es auch ausgerechnet kalt. Ich schaue mir das auf jeden Fall später an. Werde berichten, ob das wahr ist. Aber wenn sie es mir erzählt hat, also sie müssen es ja nicht wissen, sie wissen es seit 10 Tagen. Das wäre natürlich eine große Überraschung. Und ich gehe jetzt gerade hier raus und tatsächlich ist hier kein Character Meet and Greet aufgebaut. Bei Casey's Corner. Das ist schon krass. Also klar, Low Season und so, aber ja. Da. Nix. Nix. Und ihr seht hier, drei Girlanden hängen noch. Die hinteren wurden schon abgebaut. Und ja, ich gehe jetzt erstmal ins Emporium, denn ach, Winnie Pooh ist doch jetzt schon da. Während der Extra Magic Hours. Schaut an. Ja, ich gehe jetzt erstmal ins Emporium, denn ich möchte dieses Jahr euch jeden Shop im Disneyland Paris vorstellen. Und ja, das dauert ein bisschen, das sind nämlich viele Shops. Wir fangen mit dem größten an im Disneyland Park, mit dem Emporium. Und das werde ich jetzt für euch drehen, kommt dann in den nächsten Wochen online. Und danach gehen wir in Floras Boutique, denn dort gibt es eine neue Paris-Kollektion. Ja, ich muss, glaube ich, ich glaube, ich muss das, was ich gestern gesagt habe, dass ich kein eigenes Merchandise-Video mache, revidieren, denn es kam heute eine komplett neue Kollektion. Das heißt, ihr werdet es in den nächsten Tagen in meinem Merchandise-Video sehen. Ja, hier ein kurzer Ausblick. Es gibt neue Spirit-Jersey und auch neue Ohren mit Stitch. Also die werden, glaube ich, sehr begehrt sein. Aber dazu mehr dann im Merchandise-Video. So, ich habe ein kurzes Päuschen gemacht, habe gefrühstückt in der Brasserie Rosalie. Das seht ihr dann bald in dem Video, weil wir heute Abend ja nochmal hier sind zum Abendessen. Das heißt, ich kann ein komplettes Brasserie Rosalie Review-Video machen. So viel kann ich sagen, Frühstück war super. Jetzt geh ich zurück in den Park. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe, aber nur auf Instagram. Mandalorian kommt heute nicht. Dem ist zu kalt. Macht auch total Sinn, ein Meet and Greet zu starten im Januar, wo man weiß, es ist kalt. Es können Minusgrade sein. Naja, Baby Yoda hat wahrscheinlich nicht die passende Winterkleidung oder so. Ja, also heute kommt er wohl nicht. Ich werde mir trotzdem vielleicht mal die Location... Also es hätte ich eh nicht vor, ihn zu treffen, weil ich weiß, letztes Jahr haben wir 3,5 Stunden für ihn oder sogar 4 gewartet. Und er wird auch immer noch sehr beliebt sein und lange Wartezeiten beinhalten. Das heißt, alleine in der Kälte hätte ich ihn sowieso nicht getroffen. Aber ich hätte ihn auf jeden Fall gerne gefilmt und auch nochmal gesehen, weil er wirklich super ist. Also das Meet and Greet soll wohl bis März sein, was ich jetzt gehört habe, aber ich weiß jetzt kein genaues Datum. Wenn ihr hier seid, ja, rechnet mit sehr, sehr langen Wartezeiten für Mando, mit Baby Yoda. Wie gesagt, letztes Jahr hat er auch um 10.30 Uhr angefangen und wir waren direkt zu Extra Magic Hours da. Waren nicht die ersten und haben, wie gesagt, 3,5 oder 4 Stunden auf ihn gewartet. Es lohnt sich, aber damit müsst ihr halt rechnen, wenn ihr ihn treffen wollt. Jetzt, er wird immer noch sehr beliebt sein, auch wenn er nicht nur 2 Wochen, weil letztes Mal war er nur 2 Wochen da. Aber ja, rechnet auf jeden Fall mit langen Wartezeiten, nehmt euch Sitzfleisch mit, den Hocker, den ich auch mal dabei habe, und Proviant. Und packt euch warm an, jetzt vor allem in den Wintermonaten. Aber wie gesagt, wenn es zu kalt ist, also heute sind so
Ich weiß nicht, wie viel Grad wir aktuell haben. Wir haben wahrscheinlich, Moment, also heute Morgen war es bestimmt Minusgrade. Minus 2 Grad haben wir jetzt aktuell und es soll halt heute auch nur 0 Grad werden. Also so um die Temperatur könnt ihr nicht mit Mendo rechnen, aber so soll es auch in den nächsten Tagen bleiben. Das heißt, er kommt wahrscheinlich nicht bis in den nächsten Tagen, weil es die ganze Zeit so minus 4, minus 3 Grad sein soll. Ja, wie gesagt, macht wenig Sinn für mich, ein Meet & Greet im Januar zu starten, wenn man weiß, okay, es könnte kalt sein und Mandalorian, Baby Yoda sind oder Grogu sind anfällig für Kälte. Naja, so, jetzt gehe ich langsam wieder zurück in den Park. Die Schaufenster wurden auch passend zur neuen Kollektion dekoriert. Hier haben wir Chip and Dale und Minnie und Mickey. Echt süß. Und ja, ich gehe mal rein und filme das Merchandise-Video für euch. Man könnte meinen, im Video beginnt gleich eine Show. Nee, dem ist nicht so. Die Leute sitzen hier einfach, picknicken, wärmen sich auf, entspannen. Ja, und hier laufen halt Mickey Comics rum. Also auf dem kleinen Bildschirm. Ja, aber es ist schon ganz schön voll hier. Ich habe mich jetzt mal zur Meet and Greet Ecke von Mandalorian hin teleportiert. Genug Pause gemacht. Also es ist so kalt. Ich fahre mit den Beinen. Überlege mir schon den Fließpulli zu kaufen. Den weißen. Oh, ja, also hier ist es. Hier seht ihr die neue Location, wo man Mando treffen kann. Die Musik läuft auch schon von Mandalorian. Ist direkt hier neben Starport. Findet ihr aber auch in der App. Da kommt ihr raus aus Hyperspace Mountain. Und ja, hier könnt ihr ihn dann antreffen. Aber wie gesagt, er kommt morgens noch eine Stunde und nachmittags noch mal eine Stunde. Dementsprechend, die Wartezeit wird super lang und es ist halt, wie nennt man, eine knappe Ressource, das Meet and Greet. Also ja, seid früh genug da. Ich habe mich jetzt ins Markethaus Delhi verzogen. Hier ist nämlich warm. Sitzplätze sind hier leider ein bisschen wenig, aber ich habe einen Stuhl und ich sitze hier an so einer Wand. Tisch habe ich jetzt hier das Podest hier genommen. Ja, eine heiße Schokolade habe ich, ein Croque Monsieur. Ja, immer sehr lecker hier. Und dieses neue Ding hier, da mit Puderzucker und da soll eine Mickey oben drauf sein aus Puderzucker. Ich habe noch das Schönste erwischt. Die sind jetzt nicht so, ob sie sich jetzt nicht so schön, probiere ich gleich mal und berichte, ob sie schmecken. In 2 Wochen ist es soweit, das Disneyland Hotel eröffnet wieder. Und ja, ich vermute ganz stark, dass diese Boxen was mit der Eröffnung zu tun haben. Dass irgendeine Projektionsshow, Lasershow, was auch immer geben wird. Und ich bin natürlich hier zum Eröffnung. Tag am 25. werde mir das Ganze natürlich mal anschauen und auch das erste Mal im Disneyland Hotel übernachten. Darauf freue ich mich sehr und ihr werdet mit Videos bombardiert werden aus dem Hotel. Aus den Restaurants, Zimmer, alles werde ich euch zeigen. Alles. Wir gehen gerade Richtung unserer Area und schaut euch mal an, wie schön das Schloss beleuchtet ist. In den Farben von Symphony of Colors. Die Türmchen sind beleuchtet. Es sieht einfach mega schön aus. Dear friends, in just 5 minutes, you will be experiencing a unique pageant, Disney Electrical Sky Parade, followed by Disney Dreams. Thank you. In 1992, a magical parade celebrating the legacy of Walt Disney sparkled to life, bringing joy and imagination to shine into our hearts. Aujourd'hui, la parade revient. Today, the parade returns.
während Dreams hat es angefangen zu schneien. Zur Drohnenshow sage ich gleich was. Ja. So krass. So schön. Hello. Ja, yeah, I'm here with... Also, ich bin hier mit Sam. Ich muss jetzt wieder Deutsch reden. Ah, ich muss wieder wechseln. Mittlerweile, habt ihr gesehen, es schneit die ganze Zeit schon, was echt schön ist, aber es macht es leider nicht wärmer. Ja, Disney Electrical Sky Parade. Also, was soll ich sagen? Es ist... Was, what do you think, Sam? Loved it. Phenomenal. Incredible. I got emotional because I love the amazing. Ich habe Gänsehaut am Anfang bekommen. Just incredible. Everything. Yeah. Magical. Ja, also die, es läuft noch bis zum 30. September diesen Jahres. Lasst es euch auf gar keinen Fall entgehen. Wir haben alles dabei. Die ikonische Musik von früher. Wir haben Dampf, der aus den Drohnen kommt. Wir haben Feuerwerk, was aus den Drohnen kommt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Am Ende von Peter Pans Schiff gibt es so Pyrotechnik. Und da kommt, das kommt auch aus den Drohnen raus. Es ist einfach wirklich genial. Lasst es euch nicht entgehen. Jeden Abend, wenn das Wetter natürlich stimmt. Angefangen zu schneien hat es erst danach, während Dreams. Also hatten wir echt Glück mit dem Wetter. Und ja, es ist einfach der Knaller. Ich muss meinen Arm wieder wechseln. Ja, ihr seht, wie krass es schneit. Ich bin richtig eingeschneit. Ja, ich bin sprachlos. Ich werde es mir beim nächsten Mal ein bisschen weiter hinten angucken, weil wir waren schon jetzt recht weit vorne. Also ihr könnt das auch wirklich von weiter hinten anschauen. Da habt ihr auch eine bisschen bessere Sicht und seht auch die Projektion. Nicht, also die Projektion seht ihr dann nicht ganz so gut, aber dafür die Drohnen in der Luft. Und es ist der Wahnsinn. Viele Elemente, ich habe Aladdin gesehen, Merida, Toy Story, ja, natürlich der ikonische Zug, Elliot, der Drache. Mega gut. Oh yeah, Pete's Dragon. Yeah, yeah. I already forgot it's everything. It's so iconic, you know, from the Main Street Electrical Parade. See, the snow is staying on the ground there. Oh my God, yeah. Yeah. Hopefully tomorrow I'll wake up to like a flight. No, because I'm not there. Oh. Do you think your flight might be cancelled if you... No, I have to work tomorrow. Actually, I have my laptop with me, so, but not the charger. Oh, true. Ja, wir gehen jetzt in die Rosalie. Aber da nehme ich euch jetzt hier in dem Video nicht mehr mit, weil... ich natürlich darüber ein separates Video drehe. Das heißt, das war's von heute hier. Wir verbringen jetzt noch einen schönen Abend zusammen mit Sam und den anderen Inside Ears in der Rosalie. Wir sind ein bisschen spät dran. Aber ihr müsst natürlich noch Fotos machen bei dem Schnee. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!